Habt ihr euch schon mal gefragt, was so ein Holy-Partner eigentlich macht, wenn er mal wieder neue Holy-Sorten bekommt? Ich zeig's euch. Das da. Er lässt sich von seinem Hund ein bisschen anstarren, der sich freut und dann wegrennt anscheinend. Und dann sammelt man mit den Tagen und Wochen seine ganzen Holy-Sachen, weil es einfach so viel ist und so viel neue Tastes kommen. Und deswegen zeige ich euch die nächsten heute. Es wird halt jedes Mal voller und man hat immer weniger Platz. Deswegen, die Holy-Jungs haben mir auch schon gesagt, dass ich mir ein neues Regal anschaffen soll. Da passen dann noch Controller und Holy-Sachen rein. Und vielleicht zeigen die mir ja was. Am 26.09. ist so ein Holy-Partner-Treffen mit ganz vielen bekannten Creatoren, wo ich eingeladen bin. Freue ich mich sehr drüber und deswegen fahren wir da mal hin. Leute, ihr habt ein geiles Video vor euch. Ihr werdet meinen allerersten Nuke-Auftrag sehen. Ich habe mein ganzes Leben noch keinen Nuke-Auftrag in Rebirth gemacht. Wir haben gottlos 30 Siege diese Season geholt in Rebirth. Das ist das Einzige, was ich COD-technisch gespielt habe. Und haben den Nuke-Auftrag gestern probiert und es ist ohne VPN ist es nicht einmal mehr möglich, eine Runde zu finden, die wenigstens keinen Paketverlust hat. Mit VPN mussten wir uns sonst wohin connecten. Es war trotzdem keine Bot-Lobby, kein gar nichts. Das war auch nicht das Ziel. Ich habe durchgängig mit einem 150er Ping spielen müssen. Wir sind extra wegconnected gewesen, weil ich nur noch Paketverlust habe. Sobald ich auf einem Activision-Server verbunden bin, egal wo, ohne VPN, ist immer Paketverlust. Ihr seht die Runde, es war der erste Nuke-Trial von uns. Wir haben es vorher noch nie gemacht, nur ein, zwei Tutorials angeguckt. Wie wir es gemacht haben, ob es gut war, ob es schlecht war, dürft ihr entscheiden. Ich habe mir gedacht, so eine Runde will ich euch aber auf jeden Fall zeigen, weil es ja nicht mehr so häufig ist, dass ich so viel COD aktiv spiele. Das wollten wir aber probieren. Wir haben es probiert und das Ergebnis seht ihr dann im Video. Morgen, Leute, ab 16 Uhr oder Early Access vorbestellen, 15 Uhr, nagelneue Sorten, Ananas, Sauerkirsche, alles Hydrations, kein Zucker, sowieso nicht, kein Koffein und persönliche Empfehlung, Kokosnuss. Das heißt, Kokosnuss ist auch ehrlich, ich habe es nämlich im Büro leider bekommen per Post und das Problem ist, es ist schon auf. Also jedes Mal, wenn ich Sachen ins Büro bekomme, holen sich die Mädels bei mir die Sachen, die kein Koffein haben, weil sie alle irgendwie darauf stehen. Morgen 16 Uhr abchecken, coole Aktion, gönnt euch. Und sonst, meine Lieben, gönne ich euch absolut, dass ihr euch die Runde anguckt. Finde ich persönlich, war eine interessante Runde. Es waren Callouts dabei, es war Geschrei dabei, es war Chaos dabei, es war der erste Versuch. Und ich bin so hart angefixt von diesem ersten Versuch, dass ich noch einen zweiten Nuke-Auftrag jetzt in der neuen Season ausarbeiten möchte. Da werde ich euch selbstverständlich mitnehmen. Viel Spaß. Kisten öffnen. Müsste nicht auch gleich eigentlich ein Refresh kommen für Aufgaben? Hinter mir ist ein Gegner auf jeden Fall. 35.000, wir müssen langsam entscheiden, ob wir den Auftrag holen wollen. Cheffi, geh mal du Richtung Nuke. Wo geh ich hin? Richtung Nuke? Ja, Richtung Nuke. Ich gehe hier noch diesen einen Auftrag machen. Ist der auf Prison oder wo ist der? Ja, auf Prison, der kurz davor, warte ich mal stehen. 42.000. Ich hab das. Geh mal zu Manu. Ein Team ausgeschaltet. Okay, wir haben jetzt 56.000. Zwei Stück sind rechts von mir. Ja, wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Ich hab. Nee, wir haben keinen Auftrag mehr. Ja. Was mache ich jetzt okay. Damit? Ich würde es einfach probieren. Okay, scheiß drauf. Ich komme wieder zurück? Ja. Oder was mache ich jetzt? Ja, komm zurück, komm zurück. So. Nein, gesniped! Oh,
bitte. Mörserschlag? Wohin? Wo soll ich hin? Komm einfach mal hier rein. Wir können ja hier Kisten öffnen und einfach zusammen. Okay. Wollen wir nicht lieber zu Dings runter? Ja, können wir. Die pushen aber uns. Bleib zusammen. Wollen wir runter zu Stronghold wieder? Ja, lass mal zu Stronghold. Eigentlich ist ein Gegner gewesen. Ne? Hinter uns. Wir könnten ja Richtung Lodo. Hier im Haus ist man auch ruhig. Sag mir, was ich machen soll. Wir laufen Richtung Loadout. Wir brauchen unsere Waffen. Minen rechts. Hier sind überall Kisten. Ja. Unter mir ist Gegner. Ich versuche den mal zu markieren. Smoke, ich mach. Ich mach. Okay. Ah, ich hab schon. Ich mach Finisher bei ihm. Achtung, Gegner kommt. Karakita. Akashate. Oh shit. Ich hab keine Platten. Ich werd. Oh. Achtung! Oh, naja, das darf nicht passieren. Ich hab absolut keine Platten. Nein! Ey, natürlich treffen wir auf das einzige Schwitzer-Team, was in der Lobby ist. Ja, die haben uns gejagt die ganze Zeit. Oh, ist das nervig. Aber ist doch nichts verloren, ist alles gut. Nee. Sind die raus oder was? Nee. Der eine ist unten ins Haus gelaufen. Ich hab noch Geld. So. Ich hab einen aus der Luft gesniped. Auf mich wird von hinten gesniped. Okay, was machen wir? Wir sniffen uns. Ja, genau. So. Ich würde mal Richtung Control einfach weiterziehen. Entlang der Häuser und da die Kisten öffnen, die da alle sind. Die sich wieder aufgefüllt haben. Genau. Hier ist eine Loadout-Kiste. Nice. Hier ist noch eine. So, 3 Minuten. Wir müssen halt in der Nähe von dem Shop sein gleich. Dann wird wir da sind XP-Dings. Macht das Sinn, wenn wir den öffnen? Nee, nee. Das ist nur Zeit hier. Wir haben gleich 80.000. Wir können gleich am Shop richtig gut Platten kaufen. Das sind welche hier? Ich würde die sogar pushen. Ja, komm. Jo. So oben auf dem Dach. Na, das. Lukas, Lukas. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich ja keine Granaten dabei habe. Markiert. Batman ist one down, one down. Mann. So, da ist schon mal viel Zeit gegangen und wir können den nächsten. Ich war, hör den. Ja, ja. Ah, noch einer hier. Ich seh nichts, ich seh nichts. Noch einer kommt von außen rein. Where he's on top. Down. Go. We need to build him. Alright, geh ich an den Shop? Geh ich an den Shop? Ja, an Shop und Platten kaufen. Sag Stopp, sag Stopp. Nee, mach. Jetzt, stopp, stopp. Wir brauchen jetzt das erste Element. I get it. Hier, hier, 3. Ich grasse. Wir wissen jetzt, einer muss jetzt hoch aufs Dach das erste Element aufnehmen. Das mache ich. Ja, ich geh hoch. Okay. Du kannst hier das Zip sein, bei mir. Achso, ja, dann mach du schneller. Okay. Hälfte des Feuersee ist schon um. Ah, ja, ist schwierig. So, wieder einkaufen oder? Jetzt kannst du einkaufen. Sag Stopp. Einfach kaufen, einfach kaufen. Ich werde angehittet, Ja.
Soll ich weiter kaufen? Kommt alles? Ja. Hinter mir wieder, hinter mir wieder. Einen habe ich gedownt. Ja. Einer mit Schild vor mir, mit Schild vor mir. Yes! Yes, I'm not a cap. Yes, I killed him. Jungs, ich hab hier einen mit Schild. Helf mir mal. Hab ich. Hab ihn. Okay, hab ihn. Okay. Wir kaufen einfach noch ein paar Platten. Kauft ihr? Ja. Oder soll ich mitmachen? Kauf mit. Kein Geld mehr. Vier Minuten. Kein Geld mehr. Oh shit. Einer ist von oben runter gesprungen. Hab ihn. Einer war noch bei den Zelten. Ich hab Geld. Airstrike. Macht die Kisten auf, macht auf, was ihr könnt. Ich kauf. Hab. Ich hab nichts mehr. Hier sind überall noch Kisten. Ich öffne einiges. Ich hab kein Geld mehr. So, das Element kommt in 30 Sekunden. Wir müssen hochrotieren. Ja. Auf der Sicherheitszone. Kann nichts mehr öffnen hier. Okay, nächstes Element. Ja, ich warte. 5 Teams noch. Ja. Nimm's auf. Ich werd gesniped. Links, gesniped. Füßen oder Fragezeichen? Ja, Füßen. Von links wird gesniped. Lass uns prison gehen. Komm. Ich brauche unter. Hier, Kisten und sowas. Kia, die Sniper Kia. Achtung, ich will nicht mehr in der Nähe sein. Außen sind welche. Was mit der Nuklearkiste da unten? Ah, ne, es wurde nicht gezeigt. Das ist keine Nuklearkiste. Ja, alles gut. Ich hab Geld für. Ne, ich hab nicht viel Geld. Was denn? Wir können trotzdem zum Shop gehen. Airstrike. Kriegt sie? Hinter uns? Nicht fischen. Nicht finish. Sorry. So, jetzt. Er lebt noch. Wenn du kannst, verhör ihn, wenn du ihn irgendwie down kannst. Er hat wieder belebt. Ja. Hier Teams noch. Ja, eine Minute 20 halt müssen wir es haben, ne? Das ist das Problem jetzt. Das läuft uns im Shop. Was machen wir? Wir müssen irgendwie die pushen, weil sonst haben wir keine Chance. Wen müssen wir pushen? Teams, wir müssen jetzt Leute verhören, weil sonst die Zeit nicht runtergeht. Wir haben das Problem, sonst ist die Zeit. Hier hinter uns. Ja, jetzt verhören. Ja. Einer ist draußen noch. Er belebt ihn wieder. Element ist ein Doppelboss. Die Leute waren doch am Ende ein bisschen zu auf uns fokussiert. Schade. Aber bis dahin gut gemacht. Muss ich sagen. Das Problem war jetzt am Ende, dass uns die Zeit gefehlt hat. Wir hatten genau zum Feiersee, haben uns die Teams geputzt und wir hatten nicht genug Platten da kaufen können. Das war ein bisschen ungünstig. Das wäre easy machbar gewesen. Und wir hätten nicht auf die Puls gehen müssen. Nochmal verhören, dann vernichten. Ernsthaft, Captain, so ein Team gewinnt jetzt. Guckt euch das an. Absolut. Die Doppel war echt gut.
Ja, als der Fire Sale bei Control war, kamen beide Teams, die wir fighten mussten, statt kaufen. Und ich glaube, das nächste Mal am besten ist, einer kontrolliert, ob Leute kommen und die anderen kaufen, so weit wie es geht. Und am besten gleich noch ein, zwei Muniebox auf Deck haben. Ich finde es absurd, dass wir einfach mit Abstand das stärkste Team in der Lobby sind und verlieren, weil uns die Zeit fehlt. Ja, die Zeit war jetzt. Wir haben jetzt 5 Minuten noch auf die Uhr gehabt. Die hätten wir hier gehabt, locker. War, ich wollte eigentlich ursprünglich Lukas noch meine Elemente geben, aber ich habe gemerkt, dass ihr ziemlich im Tunnel seid und ich habe es einfach gemacht.